Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem wir euch unsere neueste Technik vorstellen möchten, mit der ihr per Hand einen neuen Reifen und einen neuen Schlauch auf das Hinterrad eines Xiaomi E-Scooters aufziehen könnt. Und dabei spielt es keine Rolle, welches Modell ihr habt, ob den Xiaomi M365 oder den Mi 3. Alle diese Scooter haben die gleichen Vorder- und Hinterräder, also könnt ihr diesem Tutorial ohne Probleme folgen. Also, los geht's, Schritt 1. Um das Hinterrad abnehmen zu können, müssen zunächst die Kunststoffabdeckungen entfernt werden. Falls ihr ein älteres Modell mit Aufklebern habt, egal ob gelb oder rot, geht einfach mit der Spitze eines Cuttermessers zwischen den Aufkleber und die Vertiefung der Plastikblende. Auf diese Weise lässt sie sich vorsichtig anheben und entfernen. Anschließend könnt ihr die beiden kleinen Schrauben unter der Plastikblende mit einem 2,5er Inbusschlüssel herausdrehen. So gelangt man dann an die beiden Halteschrauben des Hinterrads, die man mit einem 4er Inbusschlüssel lösen kann. Falls ihr ein neueres Modell mit Rückstrahlern habt, gibt es eine ganz einfache Methode, um diese abzunehmen. Vorne auf den Abdeckungen befindet sich ein kleines Loch. Man muss einfach nur mit einem kleinen Schraubenzieher in das Innere dieses kleinen Lochs drücken, um den Rückstrahler zu lösen. Dann muss man ihn nur noch mit einem kleinen flachen Schraubenzieher anheben und herausnehmen. Schritt 2. Man kann die beiden kleinen Schrauben der Abdeckung mit einem 2,5er Inbusschlüssel abschrauben. Bei manchen neueren Xiaomi-Scootern können diese beiden kleinen Schrauben einen sternförmigen Kopf haben. Sollte dies also bei eurem Roller der Fall sein, benötigt ihr zum Aufschrauben einen Torx T10 Schlüssel. Schritt 3. Wir gehen auf die andere Seite des Scooters und wiederholen den Vorgang auf exakt die gleiche Weise. Schritt 4. Nun kann man die Schraube, mit der das Hinterrad befestigt ist, mit einem 4er Inbusschlüssel lösen. Als nächstes kann man die kleine schwarze Schraube an der Schutzblechverstärkung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausdrehen. Und die Verstärkungsstange außen an der Gabel vorbeiführen. Schritt 5. Wir machen nun genau dasselbe auch auf der anderen Seite des Hinterrads. Damit sich diese kleine Schraube leichter herausdrehen lässt, drückt während des Herausschraubens einfach den Metallstab nach außen. Schritt 6. Jetzt können wir das platte Hinterrad von unserem Xiaomi abnehmen, indem wir es einfach nach hinten herausziehen. Schritt 7. Dies ist etwas, wozu wir euch unbedingt raten möchten, nämlich die Bremsscheibe auszubauen. Das geht ganz einfach. Man muss 5 kleine Schrauben mit einem 3er Inbusschlüssel herausnehmen. So lässt sich der Reifen leichter auswechseln, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass die Bremsscheibe verbogen wird. Schritt 8. Jetzt können wir den alten Reifen samt geplatztem Schlauch entfernen. Wir nehmen also zunächst die Ventilkappe ab, dann drücken wir das Ventil des Schlauchs in das Innere des Rades.
Schritt 9. Um den Reifen leichter abziehen zu können, drücken wir zunächst auf die Ränder des Reifens, damit er sich von der Felge löst. Dann drücken wir den Reifen zur Hälfte in das Innere des Rades. Und hier kann man sehr gut sehen, dass ein Teil des Reifens noch in dem Rad steckt, während die andere Hälfte schon fast aus der Felge herauskommt. Schritt 10. Man gibt ein paar Tropfen Flüssigseife um den Reifen herum, damit er nicht kleben bleibt und sich leichter herausziehen lässt. Und Schritt 11. Man bringt zwei gute Reifenheber an dem Teil des Reifens an, der aus dem Rad hervorkommt. Nun hebelt man die erste Reifenhälfte heraus. Dann fährt man um den Reifen herum, um so den ersten Teil vollständig zu lösen. Schritt 12. Das Ventil des Plattenschlauchs wird aus dem Hinterrad herausgedrückt. Dann zieht man daran, um den Schlauch herauszunehmen. Schritt 13. Jetzt kann man den zweiten Teil des Reifens von Hand herausziehen. An dieser Stelle sieht man, ob nur der Schlauch oder aber der Reifen samt Schlauch ausgetauscht werden müssen. Das geht ganz einfach. Ihr müsst dafür nur zwei Sachen abchecken. Erstens, ihr schaut in das Reifeninnere. Und wenn ihr dort irgendwelche Fasern oder Gummireste seht, wird es Zeit, den Reifen gegen einen neuen auszutauschen. Zweitens, man sollte sich außerdem die Außenseite des Reifens ansehen und wenn man feststellt, dass die Profiloberfläche deutlich abgenutzt ist und sich langsam aber sicher ihrem Ende nähert, wäre es sicherlich eine gute Idee, den Reifen durch einen neuen zu ersetzen. In diesem Tutorial werden wir daher den alten Originalreifen durch einen stärkeren V3-Reifen ersetzen, da dieser über eine ausgezeichnete Straßenhaftung verfügt. Dieser V3-Reifen, erkennbar an seinen Profilrillen und der weißen Mittellinie, ist deutlich stärker und stabiler und hat eine viel bessere Gummiqualität als der ursprüngliche Reifen. Besser als der Originalreifen. Schritt 14. Wir nehmen unseren neuen Schlauch und schauen, in welche Richtung das Ventil zeigt. Wir montieren den Schlauch so an unserem Hinterrad, dass das Ventil in Richtung des Lochs in der Felge zeigt. Schritt 15. Mit einem Schraubenschlüssel drückt man oben auf das Ventil, um so die Luft aus dem Schlauch zu lassen. Danach kann man die Ventilkappe wieder aufsetzen, damit der Schlauch an seinem Platz bleibt. Schritt 16. Wir nehmen unseren V3-Reifen und prüfen, in welche Richtung er montiert werden muss. Die Drehrichtung ist seitlich auf dem Reifen angegeben. Schritt 17. Wir geben den Schlauch ins Innere des Reifens ein. Die Felge wird auf den Reifen gelegt. Schritt 18. Wir geben ein wenig Seife auf die Reifen- und Felgenränder, damit sie geschmeidig werden.
Dann schieben wir den ersten Teil des Hinterrades unseres Xiaomis vorsichtig in das Innere des Reifens. Dazu kann man sich auch mit einem Reifenheber behelfen, den man rund um das Rad führt und dabei leichten Druck auf den Reifen ausübt. Schritt 19. Den zweiten Teil des Reifens ziehen wir von Hand ein, wobei wir einige Kabelbinder zur Hilfe nehmen. Um den technischen Ablauf anschaulich und verständlich zu machen, hier ein kleines Schema. 1. Wir haben die Felge unseres Scooters in Vorderansicht. 2. Wir haben soeben den ersten Teil des Reifens auf das Rad montiert. 3. Wir schieben den ersten Teil des Reifens zur Mitte der Felge. 4. Wir drücken den Reifen nach unten in die Radausbuchtung. 5. Wir ziehen den unteren Teil des Reifens nach innen, damit er in das Rad gelangt. 6. Wir drücken den unteren Teil des Reifens nach oben in die Radausbuchtung. 7. Wir ziehen den Teil des Reifens, der sich im Rad befindet, mit Kabelbindern fest, damit der Reifen in seiner Position bleibt. 8. Wir können nun den oberen Teil des Reifens zusammendrücken und das Ganze ins Radinnere hineinschieben. Und 9. Wir drücken den Reifen nach unten, damit er sich in der Radmitte platzieren kann. So, jetzt kann es losgehen, und zwar mit dem praktischen Teil. Wir beginnen damit, sicherzustellen, dass die Ränder unseres Schlauchs nicht zwischen Reifen und Felge eingeklemmt sind, damit der Schlauch bei der Montage nicht gequetscht werden kann. Dann drücken wir den Reifen nach unten. Der erste Kabelbinder wird direkt gegenüber dem Ventil angebracht. Jetzt kann man damit beginnen, den unteren Teil des Reifens nach und nach anzuziehen, während man ihn in Richtung Felgeninnenseite drückt. Wir denken, dass eine solche Reparatur für jeden machbar sein dürfte. Dennoch zeigen wir euch die ganze Sequenz ohne Beschleunigung, damit ihr euch einen Eindruck davon machen und selbst einschätzen könnt, ob ihr es euch zutraut, euren Hinterreifen selbst zu wechseln. Nachdem nun also der erste Teil des Reifens auf das Rad aufgezogen wurde, empfehlen wir unbedingt, die Ränder des Reifens mit ein paar Tropfen Flüssigseife zu versehen. Dadurch kann er wesentlich leichter über die Felge gleiten.
Darum ein kurzer Bildstopp. Hier sieht man deutlich, dass der untere Teil des Reifens in das Innere des Rades eingeschoben und dort in Position gehalten wird, sodass schließlich auch der obere Teil in die Felge eingefügt werden kann. Also ziehen wir jetzt den Reifen im Bereich des Ventils mit einem Kabelbinder fest, um zu vermeiden, dass er wieder herausrutscht. Schritt 20. Jetzt können wir die Kabelbinder wieder vom Reifen entfernen. Dabei ist es ratsam, zuerst die unteren zu entfernen, da diese den Reifen im Inneren des Hinterrades am stärksten zusammendrücken. Schritt 21. Man kann leicht auf den Reifenrand drücken, um ihn richtig um das Rad herum zu positionieren. Um keine Zeit zu verlieren, habe ich in diesem Video die Kabelbinder abgeschnitten. Normalerweise sollte man sie aufheben, um sie wiederverwenden zu können. Dazu muss man nur einen kleinen spitzen Gegenstand oder die Spitze eines Cuttermessers unter den Verschluss schieben und dabei an der Zuglasche ziehen. Schritt 22. Der neue V3-Reifen kann nun aufgepumpt werden. Hier eine kurze Tabelle mit dem optimalen Reifendruck abhängig von Ihrem Gewicht, damit es zu keinem Reifendefekt kommt. Zögern Sie also nicht, das Video kurz anzuhalten. Schritt 23. Nun wird die Bremsscheibe wieder auf das Rad montiert und mit Hilfe der kleinen Pfeile auf der Scheibe lässt sich feststellen, ob sie korrekt ausgerichtet ist. Schritt 24. Wir schieben unser repariertes Rad in die beiden hinteren Gabelaussparungen. Und Schritt 25. Wir beenden unsere Reparatur, indem wir die beiden Schrauben am Rad nachziehen, die Halterung des Schutzblechs festziehen und die Plastikabdeckungen wieder anbringen.